Einen wunderschönen guten Morgen, Tag oder Abend. Nehmt euch eine heiße Tasse Tee und lasst uns heute über das Startgebiet der Orks sowie auch unserer Dunkelsperrtrolle, dem Gebiet Durotar, sprechen. Dieses Gebiet wurde nach Thralls Vater Durotan benannt. In diesem staubigen Gebiet liegt auch die Hauptstadt der Horde, und zwar Orgrimmar, das nach dem legendären Hordeanführer Orgrims Schicksalshammer benannt wurde. Korrumpiert von der brennenden Legion mit dem damaligen ersten Kriegshäuptling Schwarzfaust, schaffte es Gul'dan und der Schattenrat, die Orks in eine Art Blutrausch durch Dämonenblut zu verschaffen. Mit Hilfe von Medivh auf Azeroth und dem sterbenden Planeten Draenor schafften es die in Wahn verfallenen Orks nach Azeroth, lechzend nach Eroberung und Siegesrausch. Während der ersten beiden Kriege die Orks noch gegen die Allianz vorzogen, verbanden sich die Orks letztendlich doch mehr oder weniger mit der Allianz, um im dritten Krieg gegen die untoten Armeen des Lich Kings Arthas Menethils anzukämpfen. Dieser war genauso wie die Orks durch die brennende Legion, allen voran Kel'Thuzad, korrumpiert worden. Und mit der Runenklinge Frostmourne war es um seinen freien Willen auch in diesem Sinne geschehen. Während eben jenen Krieges sahen auch die Nachtelfen, die den Orks nicht sonderlich freundlich gesinnt waren, keine andere Wahl, als sie im Kampf gegen die brennende Legion als Zweckgemeinschaft anzusehen. Nach dem Kampf mit der Legion auf dem Berg Kijal und dem Abwehren Archimondes sahen sich die Orks nach einer neuen Heimat um. Nicht weit eben jenes Berges fanden sie bald eine Landschaft, die sie sehr stark an ihre Heimat in Draenor erinnerte, sodass sich Thrall bald darauf beschloss, sich in dieser Steppenregion niederzulassen. Die Dunkelsperrtrolle entstanden aus dem Gurubashi-Stamm, den Waldtrollen in Zul'Gurub, dem Schlingdorntal, doch wurden aus diesem Stamm vertrieben. Vol'jins Vater Zenjin, einziger Häuptling der Dunkelsperre, wurde von Morlocks als eine Opfergabe der Nagasee-Hexe Zach'jira dargeboten. Nach dem Sieg gegen die Morlocks schworen die Dunkelsperrtrolle unter der Führung von Vol'jin Thrall die Treue und folgten ihm nach Kalimdor. Die Dunkelsperrtrolle siedelten sich auf den Echo-Inseln, während sich die Orks selbst in die Wüste von Durotar niedersetzten und die Trauren ihr neues Zuhause in Mol'gor wiederfanden. Daelin Prachtmeer, besser bekannt als ehemaliger Admiral der Kul'Tiraner sowie auch Jainas Vater, zog mit seiner Flotte gegen die Orks auf Kalimdor in den Krieg und kam dementsprechend ziemlich bald auf den Echo-Inseln an und vertrieben und töteten dabei die Trolle. Die restlichen Überlebenden schafften es ins Landesinnere. An Durotars Küste erbauten die übrig gebliebenen Dunkelsperre ein Fischerdorf, das sie nach ihrem ehemaligen Anführer Zenjin benannten. Mit der Unterstützung von Jaina Prachtmeer fiel der Admiral und die Invasion endete. Die Trolle siedelten wieder auf den Echo-Inseln, doch die Ruhe währte nicht lange. Trotz allen Schwierigkeiten sah Vol'jin dennoch Hoffnung für ihn und sein Volk. Dabei setzte er auf den Weg der Lore und Ahnen und war bereit, auch Opfer zu bringen. Jeder von uns kennt die passive Volksfähigkeit der Trolle, und zwar die Regenerationsfähigkeit. Während der Prüfung der Lore in der ersten Heimat war Vol'jin auch dazu bereit, sich ein Finger abzuhacken, in dem Wissen, dieser würde nachwachsen. Doch das war ein komplett anderer Weg, als sein Kindheitsfreund Salazain sich für die Dunkelsperrtrolle vorstellte. Der Hexendoktor arbeitete mit dunkler, schwarzen Magie zusammen und benutzte letztendlich Voodoo-Magie für sich, um seine Brüder und Schwestern zu versklaven. Wieder einmal flüchteten die Dunkelsperrtrolle nach Zenjin und die Siedlungen der Orks. Nach Arthas Fall beschloss Vol'jin, sich nun endgültig die Echo-Inseln mit Hilfe unseren altbekannten Totenlores von Samdi wieder zurückzuerobern und die neue Heimat der Dunkelsperrtrolle zu beschützen. Nun sind auch die Echo-Inseln das Startgebiet unserer Trolle, während die Orks immer noch im Tal der Prüfungen starten, indem sie die ersten Herausforderungen meistern. In der Nähe der Tal der Prüfungen finden wir sogar noch zwei Andenken an die ehemaligen Schamanenquests.
Diese stellten die Verbundenheit der Orks und der Trolle mit ihren Ahnen und Lore dar. Mithilfe dieser Quest konnten die Schamanen damals ihre Totems heraufbeschwören. Im eben jenen Tal der Prüfungen treffen wir auch bereits auf die ersten Kultisten und abtrünnigen Orks. In den verschiedensten und abgelegensten Höhlen versteckt sich die brennende Klinge. Sympathisanten der brennenden Legion, ehemalige Schattenratsmitglieder, die nach ihrem Entpuppen als die Schlechten in der ganzen Geschichte und sich nun im Hintergrund neu formieren. Sie versuchen einen neuen Weg zu finden, den Dämonen wieder einen Weg nach Azeroth zu ebnen, in der Hoffnung, Thrall und seine Anhänger zu stürzen und sie zu unterwandern, in dem Glauben, nur so wieder Sieg und Ehre für Erfolg zu erlangen. Deren wohl größter Stützpunkt findet sich dennoch wieder erwarten, nicht in Dohuta direkt, sondern im Herzen der Ork-Hauptstadt Orgrimmar. Einer der größten orkischen Siedlungen in Dohuta ist der Klingenhügel. Diesen Ort suchen wir meistens immer dann auf, wenn ein Event wie beispielsweise der Nobelgarten stattfindet. Als die Orks in diesem Gebiet damals ankamen, war ein Großteil des Landes im Besitz der Stacheleber der Klingenmähen, die sich als ein ziemlicher Dorn im Auge erwiesen. Durch ihre Anstrengungen konnte die Horde einen großen Teil von ihnen vertreiben, und dennoch gibt es genügend, die sich in einigen Gebieten verschanzt haben. Nicht unweit des Klingenhügels finden wir eine weitere menschliche Festung, die durch den Kataklysm zu Schaden gekommen ist. In der Tiragade-Feste befinden sich immer noch kultiranische Marinetruppen, um die Orks auszuspionieren und soweit es geht zu eliminieren. Trotz der Wünsche der Tochter des Admirals Jaina, endlich Frieden mit den Orks zu finden, sind diese Männer fest davon überzeugt, dass es keinen Frieden mit den grünen Monstern geben kann. Nachdem der Kataklysm die Landschaft erschüttert hat, erschütterte dies auch die Festung Tiragade, aber ganz sicher nicht den Verrat Jaina Prachtmeers. Unvergessen und ganz sicher nicht verziehen, hegen die Truppen von Daelin Prachtmeer immer noch einen Riesengroll gegen die Orks und seine Tochter. Unterhalb des Tals der Prüfung findet sich nun ein Vorposten der Nordwacht, ein allianzischer Posten, wo einst die Zentauren Pläne gegen die Orks schmiedeten. Dies ist einer der wenigen menschlichen Posten noch auf Kalimdor, nachdem Nordwacht im Brachland durch Garrosh Schellschrei auf seinen Kreuzzug gegen Terramor zerstört worden war, genau wie er letztendlich Terramor auch mit einer Mana-Bombe zerstörte. Der Donnergrat liegt im Nordwesten von Klingenhügel in Dohuta und wurde einst von großen Donnerechsen bewohnt. Vor einiger Zeit fand Orgnil Narrenseele aus Klingenhügel heraus, dass sich auch ein Hexenmeister der brennenden Klinge, der Goblin Zischel Düstersturm, im Donnergrat niedergelassen hatte und von dort aus zusammen mit seinen Kultdienern das Chaos verbreitete. Doch seit dem Kataklysm wurde dieser Teil vom Fluss Südstrom überschwemmt und gehört mit der Südstrommauer nun zu dem vom Wasser eroberten Gebiet Dohutas. Die Blockade von Dranoshar, die wir im Norden vor den Toren Orgrimmars selbst vorfinden, ist eine von Kriegshäuptling Garrosh Schellschrei in Auftrag gegebene Verteidigungslinie, die Mauern der Stadt Orgrimmar vor Angreifern schützen soll. Sie geht von Orgrimmars Toren bis hin zur Messerbucht. Der einzige Turm, von dem man mit Luftschiffen Classic zu dem östlichen Königreich fliegen konnte, zog nach dem Kataklysm nach Orgrimmar direkt um. Genauso wie sich Thrall nach dem Kataklysm zurückzog, um sich mit den anderen Schamanen um die Wunde Azeroths zu kümmern. Und somit wurde Garrosh Schellschrei zum nächsten Kriegshäuptling. Unter seiner Führung zog die Horde in den Kampf gegen die Allianz. Doch nicht jeder war zufrieden und glücklich mit der Wahl des neuen Kriegshäuptlings. Vor allem der Trollhäuptling Vol'jin hat den Hass des Oberhauptes der Horde zu spüren bekommen. Nach einer gewissen Zeit bekam er auch diese Chance, sich mit Thrall und Bane zusammenzuschließen. Die Rebellion gegen Garrosh war nun geboren. Nach dem Fall Garroshs und seinem fairen Gericht für seine Kriegsverbrechen bat die Horde Vol'jin darum, den Platz des Krieghäuptlings anzunehmen. Diese Ereignisse können wir immer noch in der Schlacht um Orgrimmar selbst spielen. Teile dieser Schlacht wurden sogar in Dohuta ausgetragen.
Mit den Ereignissen des Vierten Krieges zogen Hordler mit Allianzlern Seite an Seite von den Echo-Inseln aus hoch bis zu den Toren Orgrimmars zu dem neuen Kriegshäuptling der Horde, Sylvanas Windläufer. Während sich diese mit ihren Horde-Loyalisten innerhalb der Festung sich verschanzte. Vor den Toren angekommen, forderte Varrok Saufang Sylvanas Windläufer zu einem Magora heraus, in dem zwei Horde-Mitglieder sich bis zu dem Tod des Gegenübers miteinander duellierten. Mit der untoten, schwarzen und unbekannten Magie getränkten Waffen kämpfte sie gegen Sauerfang an und gewann letztendlich nach einem Wutanfall den Zweikampf mit unheiliger Magie. Damit vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und habt einen schönen restlichen Tag. Wir sehen uns wie gewohnt im nächsten Video.